Ich bin drin. Mal sehen, was ich finde. Sehen Sie die Bilder der Überwachungskameras? Kendall und ihr Stab werden anscheinend gezwungen, ihre Verwundeten zu behandeln. Nur deshalb sind sie noch am Leben. Und damit sage ich ein herzliches Willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir spielen wieder Division und sind auf dem Weg, Dr. Kendall zu retten. Und dafür müssen wir in dieses Stadion, was hier gleich um die Ecke ist. Noch ein bisschen kurz ausrüsten. Gibt es irgendwas Neues? Nein. Können wir direkt losstarten. Und schauen mal, was sonst auf uns dazu kommt. Genau, hier müssen wir hin. Stay off the streets. Ja, alles da drin klar. Gibt es zahlreiche Feinde, Agent. Sie halten Dr. Campbell und ihr Team gefangen. Wir brauchen war vielleicht nicht so gut. Als Personal für unsere medizinische Abteilung. Wir bleiben hier als Rückendeckung. Wenn Sie das medizinische Personal herbringen, geben wir Geleitschutz. Danke, sehr freundlich. So, also medizinisches Personal ist natürlich wichtig. Braucht man auch, um unsere Operationsbasis weiter auszubauen. Ja, ich sehe die Feinde schon. Oho. Lief wohl nicht so gut. Okay, die Hammer. Ne, da ist noch einer. Einer springt noch rum. Ja, warum geht denn der jetzt da hoch? So, Level 5 jetzt. Das heißt, wir können jetzt schon mal noch eine zweite Waffe mitnehmen. Oder eine dritte eher gesagt. Wer schießt denn hier die ganze Zeit? Die Leute hinter mir. So, ein bisschen aufräumen. So, der sitzt da so blöd, dass ich den nicht sehen kann. Na? Da komme ich doch nicht ran. Granate hilft auch nicht. Nee, wird nichts. Ja, super. Oh, viel zu weit geworfen. Ich glaube, da werden wir einen Stellungswechsel machen müssen. Der hat da Glas vor der Nase. Er ist geschützt. Oh. Er will aber auch nicht. Jetzt. Wenn Sie mir Zugang zum Sicherheitssystem verschaffen, könnte ich Kendalls Aufenthaltsort finden. So, gibt's denn irgendwas? Ich guck nur schnell durch, ob ich nicht irgendwas wieder übersehen habe. Was mir eventuell sogar helfen könnte. Ach hier, ist noch ein Rucksack. Na, ich kann nichts machen. Haftgranaten. Das Geschütz ist halt eine ganz coole Geschichte. Aber kann ich halt noch nicht. Ach hier, können das Schild jetzt schon anlegen. So, dann gehen wir mal weiter vor. Ist hier noch was? Nö. Denn wie ihr ja wisst, ich verpasse gerne was, also übersehe gerne auch mal ein paar Körbe oder Rucksäcke. Das passiert halt. Ich glaube aber nicht, dass ich hier zum letzten Mal drin war. So, da gibt's nichts. Da blinkt was. Gibt's hier Feinde? Man weiß ja nie. Nö. Sieht nicht so aus. So, es ist hier oben. Da liegt einer. Hier ist nichts. Ah, hier ist noch was. Sehr gut. Nein, da kommst du nicht durch. Du musst da runter. Was?
So. Ich bin drin. Mal sehen, was ich finde. Sehen Sie die Bilder der Überwachungskameras? Kendall und ihr Stab werden anscheinend gezwungen, ihre Verwundeten zu behandeln. Nur deshalb sind sie noch am Leben. Alles klar, also müssen wir hier weiter. Ach, jetzt können wir da hinten durch. So, gibt's hier unten noch was? Mit Sicherheit. Oben ist nichts. Da ist was. So, und dann gehen wir mal weiter hoch und suchen Dr. Kendall. Ja, hier ist nochmal was zum Auffüllen, das ist gut. Sieht aus, als wären auch Leute oben in einem Restaurant. Oh, hier gibt's ein Restaurant. Was Warmes zu essen? Oh. Da sind jede Menge von den Typen, aber wenn sie die Deckung nutzen, können sie sie ohne Gefahr ausschalten. Leichensäcke, nicht so gut. So. Hier ist schon mal ein Basketballkorb. Könnten wir ja eine Runde spielen. Okay. Ach, da hinten kommen Gegner. So, mal mich in eine günstigere Position bringen. Ja, damit ich hier irgendwie auch rankomme. Naja, das bringt nichts, da bin ich zu sehr. Da sind die Feinde. Ich brauche einen Ort mit Deckung. So, das sieht doch ganz gut aus. Ich mache garantiert gleich den Fehler, dass ich zu nah dran bin. Die Granatentypen, die sind halt böse. Die treffen so gut. So, einer weg. Oh. Nicht so gut. Die haben auch noch Spaß dran hier. Nochmal eine Granate oder kommt wieder einer? Weitere Feinde entdeckt. Ja, super. Mal sehen, wie dir das schmeckt. Okay, der ist schon mal erledigt. Oben müssen wieder welche. Weitere Feinde entdeckt. Oh, wie viel denn noch? Das wird wohl nichts. So. Da komme ich nicht ran. Gucken wir, ob mir eine Granate hilft. Das war eine Blendgranate. Wird eigentlich eine andere. Ach, wie viele noch? So schön eng. So, da ist einer. Oh, ein großer. Au, 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 au. Gut, der ist auch weg. Oh, oh, oh. Ich bin nicht Rambo, ich bin nicht Rambo, nein. Der kann das besser. Ja, noch so einer. Komm, mach dich kaputt. So.
Kendall und ihr Stab sind noch oben, eingesperrt in der Küche von Kobys. Alles klar. So, was hat der hier? Eine Pistole, das ist gut. Gibt's ein bisschen Munition. Haben wir irgendwas vergessen? Gucken. Da ist ein Rucksack. Fast vorbeigelaufen. Erste Hilfe Set hilft mir. Da ist auch noch ein Rucksack. Nochmal ein Erste Hilfe Set. Ist auch gut. Hier was zum Abfüllen. Noch ein Rucksack. So, da hinten müssen wir raus. Hier ist noch was. Ein Stück Stoff. Weil wir können ja später auch, oder was heißt später, wir können es ja jetzt schon, Baupläne erwerben und dann ja, selber Ausrüstungsgegenstände herstellen oder halt Waffen. Was nicht schlecht ist. So, genau, das können wir zerlegen, das brauchen wir nicht mehr. Und dafür brauche ich aber bestimmte Teile, also Waffenteile, Stoffe oder ähnliches. Aber dazu später mehr. So, ich würde sagen, erstmal eine andere Waffe wieder einschalten. Granaten haben wir keine mehr. Ist schlecht. Okay, das ist das Schild. Das brauchen wir jetzt nicht. Jetzt richtige Waffe wieder. Gibt's hier noch was? Nö. Doch, hier gibt's noch was. Es heißt, die hätten den Garten ziemlich verwüstet. Es hätte meinem Vater das Herz gebrochen, ihn so zu sehen. Wir haben uns hier oft Spiele angesehen. Fahrstuhlfahren! Ich glaube, es ist ganz gut, dass meine Eltern das alles nicht mehr mitkriegen. Und dann denke ich an die Leute, die trotz allem weitermachen. Für die tun wir das hier, Agent. Holen Sie sie raus. Jawohl, bin ja schon dabei. Kein Stress hier. So, drüben sind Gegner. Irgendwas rot, aber nicht hier. Dann können wir erstmal in Ruhe sammeln. Der Weg zu Kobys führt durch kontaminierte Bereiche. Hier sind viele kranke Leute behandelt worden, bevor sie erschossen wurden. Also so, mal schnell auf. Das Klemmbrett nach unten geworfen. Unten freut sich jetzt einer. Er sagt ja auch, yay, ein Klemmbrett auf meinem Kopf. Tut weh. Pflaster, Pflaster. So. Ich glaube, wir haben das Restaurant gefunden. Und da sind auch schon die Gegner. Toll. Einmal daneben geschossen. Definitiv besser werden. Ich hätte ja nichts. So, den haben wir auch. Einen noch. Da haben wir hinten auch noch einer. Okay, den noch. Und dann können wir die Geiseln mit rein. Wo willst du den hin?
So. Hier gibt's nichts mehr. So, ihr seid frei, ihr seid frei. Dr. Candle? Ah, dort steht er. Oder sitzt, oder? Den Kopf unten halten und Ruhe bewahren. Ja. Was rennst du jetzt von einer Seite zur anderen? Bist du albern? Mir macht dir keine Angst. Oh, oh, oh. Die mag ich überhaupt nicht. So, mal Flaschen gleich hier und oben. Der schon wieder. Das wird euch noch leid tun. Die Eskorte wird vom Dach aus unter Feuer genommen. Sie kann erst weiter, wenn sie da hochgehen und den Schützen ausschalten. Wir sitzen fest. Wir kommen hier niemals lebend raus, wenn keiner da hochgeht und die schweren Waffen ausschaltet. Ihr Zug, Agent. Hm. Also müssen wir aufs Dach gehen, sonst kommen die nicht weg. So, was haben wir hier Neues? Können wir noch nicht benutzen, die neue Pistole. Ein neues Mod. Einen neuen Mod. Okay. Können wir noch was machen? Das war das Falsche. Okay. Na gut. Was gibt's hier noch? Kampf. Nix. Okay. Dann gehen wir weiter. Ab aufs Dach. Aufs Dach. Das ist nicht das Dach. Der braucht auch mal eine Karte. Da hinten gibt es nichts mehr. Wo nicht? Hier müssen wir hoch. So, jetzt sind wir hier wirklich unterm Dach. Gucken, ob hier irgendwo Feinde sind. Caution, watch your step. Alles klar. Wäre blöd, wenn man hier runterfällt. So, was ist hier hinten? Du, nix. So, da müssen wir dann lang. Also gucken wir hier nochmal rein. Ah, hier. Hier steht was. Okay. Dann werden wir jetzt mal das Dach sichern. Wir haben einen Agenten auf dem Dach. Hat Kendall es zu Ihnen geschafft? Bestätigt. Sie und Ihr Stab sind gerade eingetroffen. Sobald das Dach feinfrei ist, bringen wir Sie in Sicherheit. Keimfrei ist? Okay. Auch eine schöne Äußerung, Darstellung der Feinde. So, nochmal auffüllen. Wichtig. Du musst die Treppe hoch, du musst die Treppe hoch, du musst die Treppe hoch, du musst die Treppe hoch. Genau. So. Oh, da stehen sie schon alle. Okay. Ein Stückchen näher kommen wir noch ran. Die haben mich noch nicht mitgekriegt.
Ui. Was stehst du da auch so rum? Du bist müde, du bist so müde. Weg. So, mal gucken, wo die jetzt kommen. Der Scharfschütze geht auch runter. Hubschrauber fliegt weg. So. So, einer von denen. Gut. Du bist müde. Okay. Noch einmal. Warnung, weitere Feinde im Anmarsch. Super. Oh hier, Punkt, Aussichtspunkt. Ich hab nicht auf die Knie geschossen. Wo leben wir denn? Oh, ich habe eine Granate. Na, hat mir jetzt nicht viel gebracht. Alles klar, der schießt auch erstmal. Ein bisschen aufpassen hier. Ja, viel zu hoch geschossen. Jetzt steht er gut. Ich muss nur treffen. Eine Gitarre, Mensch, was ist denn hier los? Was mache ich denn hier? So. Ne, schlechter Schusswinkel. So könnte es was werden. So, der schießt jetzt erstmal woanders hin. Aber er denkt, ich bin da noch. Sehr gut. Macht auch Stellung zurück, ja. Oh Gott, das war nicht gut. Ich sehe wieder nichts.
beim Laufen getroffen. Was mache ich denn mit dem Schild? Nimm das Schild weg. Klar. Spatzen ziehen oder was? Ja, warten wir mal eine Feuerpause ab. Komm, komm. Munition alle, Munition alle. Jetzt, komm. Immer noch nicht. Jetzt. Wir haben die Mediziner in Sicherheit gebracht. Candle und ihren Stab. So, ich werde jetzt noch ein bisschen aufsammeln. Das war ein guter Anfang, Agent. Ich wünschte, ich hätte Ihnen den Rücken frei halten können, aber wir sind auch so ein gutes Team. Wenn Sie wieder in der Basis sind, reden wir mit Candle und sehen, was sie für uns tun kann. Alles klar. Ich räume jetzt hier noch ein bisschen auf und wir sehen uns dann gleich in der Operationsbasis wieder. Genau. So schnell sind wir schon mal hier. Das muss man alles machen. Noch mal einiges zu tun. So. Da müssen wir hin. Besser Sie als ich. Na, wen haben wir denn da? Danke für Ihre Hilfe im Garten. Ich war ja schon früher in unfreundlichen Arbeitsumgebungen, aber wie es aussieht, kann man mit diesem Arbeitsplatz auch keinen Preis gewinnen. Antike Ausrüstung, kein Personal, draußen stehen die Patienten Schlange. Das wird einfach nicht reichen. Wir tun, was wir können, Dr. Candle. Jeden Vorschlag, den Sie haben, nehme ich gern entgegen. Ich weiß, Teufel, Fliegen und so weiter. Was zählt ist, dass wir das Virus besiegen, aber dazu müsste ich erstmal mehr darüber wissen. Das wäre ein guter Anfang. Sarah ist ziemlich sicher, dass ein Dr. Gordon Amherst etwas mit dem Ausbruch zu tun hatte. Ach Gott, das Arschloch. Ich habe ihn mal an der Columbia gehört, da gab es fast eine Schlägerei. Wenn er beteiligt ist, muss ich mit ihm reden. Alles, was Sie von ihm finden können. Notizen, Laptops, persönliche Freunde, ich brauche alles. Wir müssen über lebende Proben reden und Antikörper. Sie haben viel zu tun. Und Sie werden? Probleme lösen, Leben retten. Nun, wenn Sie entschuldigen, fange ich gleich an. So, da wissen wir Bescheid. Wir müssen den Typen finden oder seine Proben. Dann bauen wir erstmal hier den medizinischen Flügel aus. Gibt es ja auch eine kleine Erklärung dazu. Jeder Flügel hat 10 Ausbauten. Ja. Erfordert Medizinflüge Güter. Okay. Kriegen wir über Einsätze oder Kämpfe. Jeder Ausbau trägt prozentual zum Fortschritt bei. Entsperrt eine Fertigkeit. Dienen ein oder mehrere Vorteile. Hm. Okay. Die Verbesserungen sehen gut aus. Wenn wir das überleben, hole ich sie in mein Labor. Sehr fein. Was brauchen wir noch? Das haben wir noch nicht. Okay. Jeder fängt mal klein an und jetzt ist es eine Klinik. Endlich genug Personal, um Zivilisten zu behandeln. Wir haben alle Hände voll zu tun. So, das haben wir auch alles noch nicht. Mal in die Lexington Avenue gehen. So, da haben wir unsere Fähigkeit. Die erste Hilfe verfügbar. Das heißt, wir haben jetzt ein separates Modul mit, womit wir heilen können. Nehmen unseren Erste-Hilfe-Set. Das nehmen wir natürlich mit. Wie gesagt, dieses Geschütz will ich haben. Das fetzt doch.
So. Wir können ja noch was ausbauen. Machen wir das schnell noch. 200 haben wir. Dekontaminierungseinheit. Oh, nö. Apotheke, Beratung oder Kinderkrankenpflege. Hm. Kinder sind wichtig, Apotheke ist aber auch wichtig. Ich glaube, wir machen das hier. Ich glaube, wir bauen die Apotheke. Jo, sehr gut. Klasse, eine Apotheke. Jetzt können wir unsere Arzneimittel sicher lagern und überwachen. So, ich werde jetzt hier noch ein bisschen mich aufrüsten. Ah, hier kriegen wir jetzt immer Stoff. Gehen wir nochmal zurück. Nein, falsche Richtung. Dahin. Genau. Ja, sehr gut. Und dann werden wir mal versuchen, einen medizinischen Einsatz schon mal zu machen. Mal gucken, ob wir es hinkriegen. So, hier sind wir dann schon. JTF-Zentrale an alle Officer. Satellitenbilder zeigen eine ungewöhnliche Hitzeentwicklung im Sarah-Quarantäne-Bereich in der 36. West. Das Labor meint, es könnte ein mutiertes Virus sein. Ein Gefahrsystem muss den Bereich scannen. Das Schöne ist an denen, die haben ja hinten so eine Flasche drauf. Wenn man die hinten trifft, dann sprengen die sich selbst in die Luft. Auch nicht schlecht. So, haben die was für mich? Ich glaube, da muss ich rein. Betreten eines kontaminierten Gebiets. Okay, Virenscanner starten. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Hier hinten gibt's nichts. Das sieht ja aus hier. Alarm! Kontaminationsscan eingeleitet. Oh, 5 Minuten nur Zeit. Dann müssen wir uns beeilen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Keine Ahnung. Oh, nein. Die andere Richtung. Genau. Zeit läuft weg. So, und da müssen wir hin. So, hier sagt die Karte noch geradeaus. So, gehen wir mal hoch. Gucken wir mal. Sie verlassen jetzt das kontaminierte Gebiet. Das heißt, hier passiert nichts. Okay. So, mal gucken, wo wir hier müssen. Noch bin ich richtig. 4 Minuten noch Zeit. So, nu. Gehen wir mal hier rein. Suchen, aktivieren Sie den Virenscanner. Ja, wo ist der denn? Okay, hier ist schon irgendwo Feuer. Feinde. Ja. Genau, das meinte ich. Der explodiert jetzt. Oh, geh weg. So. Das war knapp. Und da sind immer noch welche. So, keine weitere Munition verschwenden, der explodiert. So, und wo muss ich jetzt hin? Mir läuft die Zeit davon. Okay, hier ist noch eine Truhe. Kann ja nicht schaden. Na gut, ich scheine mich hier verlaufen zu haben. Denn ich glaube, hier muss ich nicht hin. Deswegen kann ich ja in Ruhe abmoderieren. Ich sage auf erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr weitere Folgen von Division sehen wollt, natürlich sind ein paar schon in der Produktionslinie.
Die werden jetzt so Dienstag und Donnerstagabend immer kommen. Für den ganzen Dezember. Und ja, wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen da. Nehmt ein Abo mit. Und dann sehen wir uns in Zukunft öfters. Schaut doch mal in die Playlist rein, da sind noch ganz andere schöne Geschichten dabei, wie auch Fallout 4, wem das hier, dieses Format gefällt. Und ansonsten sage ich, wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut, man sieht sich, bis dann.